Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Pro Street. Ich glaube, ich habe letztes Mal Heat gesagt. Das war versehentlich, wenn. Wir machen jetzt eine Halbmeile-Race. Wieder mit unserem WX-STI, der ja letztes Mal richtig geruled hat. Gut, die sind halt alle überhaupt nicht in unserer Leistungsklasse. Zielzeit 16,5, okay. Also 16,65. Ich sag, wir schaffen unter 14. Schauen wir mal. An einem Meilen-Race möchte ich auch unbedingt mal teilnehmen. Ob halbe Meile oder Viertelmeile ist mir prinzipiell egal. Ich denke mal, die Autos, die ich fahren werde, werden eher was für Viertelmeile sein und nicht für halbe Meile. Weil halbe Meile halt einfach Endgeschwindigkeit ist und ...14.61 mit 332. Das ist gut, Alter. Habe ich gesagt, eine 14er Zeit? Ich glaube, ich habe gesagt, eine 14er Zeit. Der nächste ist 26, Alter. Ja gut. Versuchen wir es halt nochmal. Ich bin inzwischen von diesem Art von Drag-Rennen echt ein Freund, weil das ist echt anspruchsvoller als die anderen Sachen. Ne? Einfach nur im richtigen Zeitpunkt schalten. Das finde ich sinnlos, weil... Das ist halt schlecht zu machen. Ich weiß nicht, wo es sinnvoller ist, Gas zu, Nitro zu geben. 1464. Vielleicht ist es tatsächlich am Ende sinnvoller, weil wir echt recht spät in den Drehzahlbegrenzer reindrehen. Ich habe gerade nicht darauf geachtet, ob wir jetzt gerade die Topzeit gemacht haben oder davor. Schönes Design auf dem Audi. Bin ja mal ein Freund von sowas. Das hat einen Namen, aber ich weiß gerade nicht. Und ich verstehe nicht, dass wir nur die Hinterräder aufwärmen, wenn wir ein Allradauto haben. Das verstehe ich nicht, aber... Wir können mehrfach Nitro geben, habe ich gerade gesehen. Ich dachte mal, das geht nicht. 13,77 übrigens die schlechteste Zeit. Ja, 61 war unsere beste Zeit. 7400 Punkte, das reicht, glaube ich, nicht für einen Streckenrekord. Ne, reicht nicht. Alter, aber war knapp. Okay, das mache ich mal kurz. Bis gleich. So, erster Anlauf, erstes Rennen, 14,14. Jetzt haben wir Nitro genutzt. Geht gut. Muss man aber echt schnell schalten für. Dass wir hier dreifach Nitro reingepackt haben, war unglaublich dumm. Das fällt mir jetzt aber auch auf. Das heißt, es war komplette Geldverschwendung. Wobei, wenn wir noch auf Meile gehen, war es vielleicht wieder keine Geldverschwendung. Aber ich weiß gar nicht, ob es ein Meilenrennen gibt. Ich wollte euch auf jeden Fall einmal zeigen, wie es geht. Na? Boosten wir halt durchgehend voll rein, 14,22. Sehr schön. Okay, dann ist das wirklich das, ich denke, es ist das Maximale, was geht. 14,14. Das war echt schnell. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, 14,14 auf einer halben Meile ist auch echt schnell. Ja, ich nehme es jetzt gerade nochmal auf, keine Ahnung warum. Hat keinen wirklichen Grund. Und ich krieg keinen, ich krieg nicht immer das hin. Okay, und ich mache nochmal einen Fehlstart. Sehr gut. Jetzt haben wir alles. Alter. Schade, das steht nicht dabei, wie schnell ich war im Ziel. Aber 8013 Punkte reicht für einen Streckenrekord. Nice. Gut. Und ich habe es dominiert. Und dann nehmen wir uns nochmal das. Was ein Antriebspaket für meinen 240 ist. Nice. Wir machen jetzt aber nochmal natürlich das letzte Event, nämlich die Zeitfahrt. Ich würde wirklich gerne eigentlich auch mal mit dem WRX so ein Rennen fahren. Wenn jemand weiß, ob man diese Dinger umstellen kann auf nicht Drag, sondern auf
Also ob man mit einem Auto mehrere Sachen fahren kann, kann er das gerne schreiben. Ich würde echt gern mehrere Sachen auf einem Auto fahren. Also ist ja okay für mich, wenn man ein Auto immer nur für eine Kategorie anmelden kann. Aber ich fände es gut, wenn man es auf beiden fahren könnte. Also wenn man für beiden die Auswahl hätte. Versteht man, was ich rede? Da sind wir gerade ein bisschen gedriftet, fand ich ganz nett. Ich bin übrigens übertrieben gehypt auf Mittwoch. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie geil ich auf Auto aus Berlin abholen bin, ey. Ich fahre gemütlich um, ja, 7:30 los, Mittwoch. Ich kann ja jetzt ein bisschen darüber reden. Muss Montag erstmal noch Kohle holen. Ja, fahre Mittwoch gemütlich mit dem Zug los. Erst ICE, dann IAE. Ich wusste nicht mal, was ein IAE ist, bevor ich den Onkel meiner Freundin gefragt hat, der mir erklärt hat, ja, das ist ein Interregional-Express. Ja, logisch, aber was zum Fick ist ein Interregional-Express? Und vor allem, warum fährt er zum Fick weiter als der ICE? Also mit dem ICE fahre ich eine ganz kurze Strecke, das sind, ich glaube, mit Metronom wären das 5 Stationen. Und mit dem fucking IRE fahre ich irgendwie halt ultra weit. Also mit dem IRE fahre ich irgendwie, ich glaube, 2 Stunden. Mit dem ICE nur 20 Minuten oder ich glaube sogar nur 16 oder so. Hab dann zwischendurch noch 16 Minuten umsteigen. Aber ziemlich geil auf jeden Fall. Freue ich mich schon sehr darauf. Ich bin so krass gehypt. Ich hoffe so sehr, das Auto ist kein Schrott und ich kriege mich mit denen auf den Preis gar nicht, weil der Preis, der da steht, gefällt mir nicht. Ich werde euch alles noch detailliert erzählen. Ich nehme sehr wahrscheinlich eine Kamera mit, für die Rückfahrt und so, ein bisschen zumindest. Ich werde auf dem Rückweg wahrscheinlich noch kurz was abholen für Bekannte aus Berlin. Also nicht für Bekannte aus Berlin, sondern für Bekannte werde ich etwas aus Berlin abholen. Haben sie mich darum gebeten, wenn das alles so klappt. Das heißt, das werde ich natürlich nicht mit aufnehmen, weil wo ich da hinfahre, geht natürlich keinem was an. Ja, Privatsphäre und so für irgendwelche Leute möchte ich ja nicht einfach da filmen, wo die wohnen. Ja, und dann geht es zurück hier nach Wiesbaden. Gemütlich 3 Stunden, schätze ich mal, fahren. Was hat er denn da gemacht? So. 1,26 und wir machen jetzt schon eine 1,18 draus. So. Ich glaube, wir haben unser Nitro sehr schlecht eingesetzt und wir müssen hier auch unbedingt mal Stufe 3 Nitro reinbasteln. Denn Stufe 1 Nitro ist echt scheiße. Ich meine, nicht mal in unserem fucking... Doch, in unserem anderen war gar kein Nitro drin, ne? Übrigens extrem geiles Lied. Tut mir übrigens schon ein bisschen weh, dass das Projekt nicht startet, was ich schon mal angekündigt habe. Ich kann ja mal drüber reden, was es war. Meine Freundin hat so einen leichten Bücherfimmel. Und in dieser Wohnung stehen jetzt schon 4 bzw. 8 Bücherregale. Wir haben nämlich 3 Meter hohe Wände und dann haben wir einfach 2 Bücherregale übereinander gestellt, was dann insgesamt halt 8 sind. Also 4 unten, 4 oben, deshalb sind es 8. Und weil sie jetzt die voll hat, hat sie, oder haben wir entschieden, dass über meinem Schreibtisch halt auch einfach noch Bücher kommen. Weil, warum nicht, ne? Ist halt Platz da. Und sollte man ja nutzen. Was da ist, sollte man nutzen, bin ich der Meinung. Und dann haben wir bei einem skandinavischen Bettenlager nach diesen Bücherregalen geschaut. Das sind so, ja, Kiefernregale. Müssen wir übrigens geruled haben, würde ich sagen. 8.100 Punkte. Ja, natürlich. Ja, haben wir geschafft, würde ich sagen. Dann verlassen wir jetzt den Renntag. Warte, wir speichern erst. Nicht, dass es abstürzt. Dann hatte ich halt überlegt, ja gut, die Kosten beim skandinavischen Bettenlager 80 Euro, weil die gerade runtergesetzt sind. Und dann dachte ich mir so, weil ich ja Bastler bin, das kannst du selber machen. Und habe
ja, Material dafür rausgesucht. Es macht keinen Sinn, einen zweiten Auto eigentlich mitzunehmen, aber. Egal. Ja, dann habe ich mir halt gedacht, das kannst du selber machen, ein bisschen Bastler. Hab mir ein paar Pläne zusammengezeichnet, hab davon sogar schon eine Aufnahme gemacht. Und ja, es hat sich herausgestellt, dass das selber machen teurer wäre, als sie zu kaufen. Das liegt daran, dass sie halt im Angebot gerade sind. Das heißt, drei Regale a 80 Euro kosten logischerweise 240 Euro. Das Material für die, die ich bauen wollte, hätte 3,30 gekostet. So, wenn die nicht im Angebot sind, kosten sie 120 das Stück. Das heißt, dann wären sie immer noch 40 Euro günstiger. Oh, wir fahren inzwischen in der Gruppe 2 mit. Dann wären sie halt 40 Euro günstiger gewesen. Klar, dafür hat man die Arbeit, aber mir macht es ja wieder Spaß. Das heißt, für mich wäre es ja kein... Also es wäre natürlich... Man darf dann seine Stunden nicht rechnen, das ist logisch. Ich hätte dann ein bisschen Videomaterial für euch gehabt und Spaß gehabt, weil ich ja gerne sowas schraube. Ich wollte mir die hier bei uns im Baumarkt um die Ecke zuschneiden lassen. Das geht auch alles, so wie ich mir das gedacht habe. Aber leider ist es zu teuer. Falls ihr eine günstige Seite kennt, wo man Holz kaufen kann, am besten Zuschnitt fertig, weil das geht sonst nämlich nicht. Gebt mir das gerne mal weiter. Weil so kann ich es leider nicht umsetzen. Also ich könnte es natürlich umsetzen, würde halt ja, knapp 90 Euro mehr dafür ausgeben für diese Regale. Es wären genau die gleichen Regale, ich hätte sie 1:1 kopiert, außer dass das Material dicker war. Also original sind das 22 mm dicke Balken oder Bretterchen, aus denen das gemacht ist. Und ich hätte mit 25 oder so... 22 oder 25 sind sie? Ne, 22 sind sie dick, genau. Und ich hätte es mit 27 mm gemacht, weil es nicht kleiner als, also nichts dünneres als 27 gibt. Hätte ich es halt mit, also es gibt schon was dünneres, aber es ist 18 und die hätte ich für die Böden gebaut, die sind original 14 und ich hätte halt 18er gebaut. Aber davon jetzt auch gar nicht so viel, das findet leider nicht statt. Außer ich komme noch irgendwie sehr günstig an Leimholzplatten. An Möbelbauplatten halt einfach. Aber ich denke nicht. Leider. Ich hätte mal hier nachfragen können beim städtischen Holzhandel, aber der Holzhandel ist ja eigentlich immer noch teurer als so ein Baumarkt. Und der Baumarkt ist leider schon zu teuer. Ich werde es nochmal durchrechnen. Es gibt die Dinger, also es gibt die Platten nämlich auch in 2x60 und nicht in 250x1222. Ihr versteht wahrscheinlich überhaupt nicht, wovon ich rede. Auf jeden Fall kosten die nur 30 Euro. In 18 mm und das ist fucking günstig. Und ich klappe vielleicht auch nochmal einen anderen Baumarkt ab, aber erstmal ist das Projekt auf Eis gelegt. Was ja schade ist, ich habe nämlich schon fertig gezeichnet und fertig ausgerechnet, was ich wie wo zuschneiden muss, wie das am besten in so eine Platte reinpasst und so. Aber ist halt so. Egal, Schwund ist immer, sage ich immer. Hat mich aber sehr gefreut, so ein Projekt zu machen. Es wäre halt... Prinzipiell kann man sowas natürlich auch nur Plattenware kaufen, dann selber zuschneiden. Die Maschinen dafür habe ich aber einfach nicht. Naja, da braucht man dann eine Formatkreissäge oder wenigstens eine Tischkreissäge mit Gestell. Und ich habe halt eine Tischkreissäge ohne Gestell. Ende. Naja, so genau kriegt man das damit nicht hin. Ja, von daher leider erstmal auf Eis gelegt. Wenn es Neuigkeiten gibt, gebe ich das Bescheid. Ansonsten... Wie ich die anderen Regale anbaue, wird nicht so interessant. Davon gibt es kein Video. Das ist einfach fucking langweilig, wie meine Freundin drei Regale abschleift, wie die ölen oder aufbauen. Das ist halt... Das ist halt einfach nur fertige Bauteile zusammenschrauben. So, ansonsten wäre es Löcher bohren und noch ein paar Teile sägen und ein bisschen was ausbeiteln und... das wäre interessanter gewesen, sage ich jetzt mal so. Da bin ich fest von überzeugt. Minute 10 oder so haben wir gebraucht oder Minute 11? Achso, es geht nur um die Gesamtzeit. Ja gut. 8372 Punkte. Damit haben wir natürlich den Streckenrekord gebrochen. Haben jetzt 15 Minuten gleich. Wir machen auf jeden Fall noch das Viertelmeile. Wir machen eigentlich genau das gleiche nochmal wie eben gerade. Aber scheißegal. Haben wir ja Spaß. Ja, wahrscheinlich. Wenn man diese Cutscenes wegschalten könnte, wäre das so viel cooler.
Wir werden übrigens gleich noch, wenn das heute noch ist, also nach diesem Rennen noch ist, den Subi noch breit machen. Das dürfte ihn nochmal extrem viel schneller machen. Es war gerade verwirrt, weil ich viel zu früh geboostet habe, weil ich dachte, das ist ein halber Meilenrennen. Eben haben wir eine 8er Zeit gemacht, ne? Sollte auf jeden Fall drin sein. Aber Allrad ist schon geil. Ich freue mich auch so sehr auf diesen Allrad. Ich bin noch nie in meinem Leben Allrad-Auto gefahren. Ich bin sehr wenig Heck gefahren und sehr viel Front. Das Einzige, was ich Heck mal gefahren bin, ist Freddy sein BMW gewesen. Oh, fuck. Kommentiert mal, ob das ein Fehlstart war. Also ich würde sagen, da war schon grün, als ich geschaltet habe. Naja, wir machen es einfach nochmal. Ich glaube übrigens, das Einzige, was schmaler ist, sind unsere Frontreifen, ne? Also die Heckreifen sehen irgendwie nicht so cool aus. Wo ich gerade war, ich bin noch nie Allrad gefahren. Wie gesagt, einmal einen Tag lang oder ein paar Stunden lang Freddy sein Beamer, das war eine schlechtere Zeit als eben gerade, okay. 9,43, das reicht nicht für einen Streckenrekord, oder? Oh, 8600, das reicht für einen Streckenrekord. What the fuck? Gut, 3 Minuten noch. Danke. Bruder, ich will keinen fucking Reparaturgutschein. Und wir haben es übrigens, glaube ich, jetzt die letzten Male immer bezahlt. Ich achte da tatsächlich überhaupt nicht drauf. Gut, Halbmeile. Natürlich mit unserem Impreza. 14,14 haben wir geschafft, oder 14,12. Geiles Lied. Ich liebe dieses Lied. Ja, White Jackson haben wir weit hinter uns gelassen, natürlich. Ja. Allrad wird interessant, glaube ich. Vor allem, weil es ja ein heckbetonter Allrad sein soll. Ich lege mich da nicht so fest, ob das wirklich so ist. Vielleicht waren es auch 14,24 und 14,26. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, heckbetonter Allrad, Mann, ich komme zu nichts, ne? Das steht zumindest da, wo ich geguckt habe, stand heckbetonter Allrad, 56%. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Es stand auch permanenter Allrad, obwohl es ein Torsendiff-Allrad ist. Also kein echter Allrad. Zumindest für Allrad-Fans kein echter Allrad. Das ist halt... Das Einzige, was ihn halt nicht zum echten Allrad macht, ist, dass er nicht... Also, dass er schaltet, also regelt. Okay, ich bin langsamer geworden, weil ich deutlich mehr gegenlenken musste. Und ich werde jetzt mal versuchen, direkt im ersten Nitro zu geben. Ich glaube nicht, dass das schlau ist. Aber schauen wir mal. Mit Grip-Problemen haben wir jetzt hier gar nicht zu kämpfen mit dem Subaru. Wenn ich da mal an unseren... wenn ich da mal an unseren Cadillac erinnern darf. Und zwar haben wir die gleiche Zeit gefahren. Ich denke, das ist das Beste, was aktuell geht. Und ich glaube, das Spiel wird sich aufhängen jetzt. Nein! Wow, Alter, das hat sich lange nicht mehr aufgehangen. Nice! Endlich was für mein Kobalt. Das war komplett sinnlos. Sektor-Shoutout, das sehen wir aber beim nächsten Mal. Es wird gerade darüber geredet, dass wir scheinbar irgendwo unter Vertrag genommen werden. Werden wir sehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.